Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der DWC News. Heute werfen wir einen Blick auf ein Thema, das aktuell viele Unternehmen beschäftigt: Homeoffice und die Herausforderungen der virtuellen Führung. Schlagzeilen wie "Immer mehr Unternehmen drehen Homeoffice-Möglichkeiten zurück" oder "Deutsche Unternehmen wollen Remote-Arbeiten abschaffen" dominieren die Diskussion. Obwohl weltweit noch etwa 60% der Arbeitnehmer zumindest teilweise im Homeoffice arbeiten, zeigt eine Studie des IFO-Instituts, dass die Zahl der Unternehmen, die wieder auf Präsenzarbeit umstellen, um 20% gestiegen ist. Wie führt man erfolgreich auf Distanz? Darüber hat unser Chefredakteur Rudolf Blüchel mit Organisations- und Wirtschaftspsychologen Axel Naut gesprochen. Neue Herausforderungen der virtuellen Führung. Axel Nauer erklärt, welche besonderen Herausforderungen das Führen auf Distanz mit sich bringt. Nauert weist darauf hin, dass andere Tools und Kommunikationsformen notwendig sind, um diese Hürden zu überwinden. Naja, es gibt beides. Also auf der einen Seite, einige freuen sich total, so manche Geschäftsführer sagen, super, alles online, da kann ich ja viel mehr Termine unterbringen, wie wunderbar. Und auf der anderen Seite gibt es dann doch Momente, die schwierig sind, einfach weil manchmal Leute einfach verschwinden und die Führungskraft dann oder die Führungskräfte nicht genau wissen, was dann passiert. Also da gibt es einige Herausforderungen, würde ich mal sagen, die man meistern muss. Was sind denn so die drei größten Herausforderungen? Kann man die irgendwie benennen, bevor wir so ein bisschen ins Detail gehen? Also die Herausforderung eins ist sicherlich, nehme ich genau wahr, was mit meinem Gegenüber ist. So wie wir das auch sonst in Präsenz machen würden, habe ich hier ein Sensorium, um wahrzunehmen, was verändert sich gerade. Dann die zweite Herausforderung ist, wie kriege ich Impulse über das Medium hin, dass die Leute motiviert sind, lernen wollen. Und das dritte ist, wie schaffe ich die Kollaboration, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert, was ja live viel einfacher ist. Ich muss hier andere Tools, andere Formate wählen, damit es funktioniert. Vertrauen versus Kontrolle. Ein zentrales Problem, das Unternehmen beim Führen von Remote-Teams haben, ist die Balance zwischen Vertrauen und Kontrolle. Wie stellt man sicher, dass die Mitarbeiter auch von zu Hause aus produktiv sind? Nauert betont, dass klar definierte Ziele und Vereinbarungen der Schlüssel sind, um diese Balance zu finden. Ich glaube, eines der größten Probleme aus Sicht der Geschäftsführung oder Führungskräfte insgesamt ist ja das, dass man häufig vermutet oder annimmt, okay, wenn der Mitarbeiter jetzt zu Hause ist, ob der tatsächlich so viele Stunden wie sonst im Büro am Computer oder am Arbeitsplatz sitzt, um tatsächlich aktiv zu sein für das Unternehmen. Also es geht so ein bisschen um das richtige Maß an Vertrauen und Kontrolle. Hier muss ja nun doch das Unternehmen sehr viel Vertrauen in den Mitarbeiter geben, um zu wissen, okay, der Job wird auch von zu Hause aus bestmöglichst gemacht. Also wie kann diese Balance erreicht werden, Vertrauen auf der einen Seite, aber auch ein bisschen Kontrolle zu haben? Also die Management-Tools, die bleiben ja gleich. Unser Gehirn ist ja ungefähr beim Homo sapiens so 55.000 Jahre alt. Die Management-Tools wie Ziele setzen und in jener bestimmten Form, je nachdem wie weit der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ist, dass sie eine gewisse Nachfasten haben, nachkontrollieren oder je nachdem, wenn die Person sehr weit ist und sehr motiviert ist, dass ich die partizipieren lasse, das bleibt sicher gleich. Die Frage, die du auch anschneidest, ist ja, bügelt zu Hause immer derjenige oder füttert der nur die Katzen oder geht der spazieren? Tatsächlich ist es ein Lernvorgang auf Seiten der Führungskraft. Sag, wir machen etwas miteinander aus und ich muss wie im Projektmanagement akzeptieren, dass die andere Seite das zwar realisiert, aber die Autonomie über die Zeit hat. Wenn die Person sagt, ich bin halt eher jemand, der abends gerne arbeitet und tagsüber nicht, aber wenn das Ergebnis dann stimmt, ist doch eigentlich ganz wunderbar. Hybride Teams und das Wir-Gefühl. Eine der größten Herausforderungen bei hybriden Teams, also wenn einige Mitarbeiter im Büro und andere von zu Hause arbeiten, ist es, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und Isolation zu vermeiden. Gemeinsame Werte und ein geteiltes Ziel sind demnach unumgänglich, um eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu gewährleisten. Tatsächlich, also hybride Formen sind wirklich mit das Anspruchsvollste, was wir haben, weil wenn ein Teil im Büro ist und ein Teil irgendwo online verstreut, ist es natürlich schwieriger.
das Wir-Gefühl per se ist am allerbesten zu erreichen über so eine Klarheit ist, warum sind wir an dem Thema dran. Also haben wir so einen geteilten, wie man heute sagt, Purpose, haben wir ein geteiltes Ziel, einen geteilten Purpose, und wenn man das hinbekommt, wenn alle dann nicken und sagen, ja genau, Rudolf, da an der Stelle, da machen wir mit dir mit, dann kriegt man das mit dem Wir-Gefühl hin. Das ist ja dann, das Wir-Gefühl ist ja letzten Endes ein Trigger, Oxytocin, der dann ausgeschüttet wird und ist auch ein bisschen zeitabhängig. Also wir müssen uns ein bisschen Zeit dafür nehmen, im Sprechen auch online, und dann passieren doch ähnliche Dinge, die auch sonst real life passieren. Konflikte auf Distanz lösen. Konflikte entstehen in jedem Team. Doch wie geht man mit Spannungen um, wenn man nicht persönlich zusammensitzt? Axelnauer zeigt auf, dass es möglich ist, Konflikte auch online erfolgreich zu bewältigen. Durch strukturierte Kommunikation können Konflikte auch auf Distanz gelöst werden, oft sogar effizienter als in persönlichen Gesprächen. Ist es überhaupt möglich, Konflikte online dann zu lösen? Interessanterweise ja. Da muss ich sagen, da war ich selber überrascht, dass es funktioniert. Zum Beispiel geht es sogar extrem gut bei Eheschwierigkeiten. Das ist gut, wenn die nicht in einem Raum sind. Aber es ist, wenn der Konflikt, aber das Gleiche gilt ja auch, wenn ein Konflikt aufgekommen ist. Wenn die Personen in einem Raum sind, kriegen die viel leichter Schaum vor dem Mund. Und wenn die in einem entfernten Raum sind und sich nur sehen, ist es einfacher. Was es entscheidend macht, ist, dass wir eine klare Struktur haben und Spielregel, wer wann dran ist mit dem Sprechen. Und darum geht es einfach so, welche Perspektive hast du auf das Problem und dann auf die andere Person gehen und in der Problemlösung, und das funktioniert dann sehr schön, mache ich dann einen Rollentausch. Heißt, Rudolf, du bist jetzt der Axel, ich bin jetzt Rudolf und ich muss jetzt quasi deine Sichtweise erstmal tatsächlich genau wiedergeben, bevor wir weitermachen. Und erst wenn die andere Seite, wenn du als Rudolf sagst, genau so sehe ich das Problem, und umgekehrt du das mir spiegelst, wie ich das Problem sehe, und ich sage, Rudolf, genau das wollte ich dir sagen, dann sind wir einen richtigen Schritt weiter. Weil es funktioniert nicht, dass man sich mehr so gut streiten kann, wenn sichergestellt ist, dass jede Seite die Sichtweise des anderen komplett versteht. Und dann können wir losgehen mit so einer ganz klassischen Form, sagen, und was machen wir jetzt? Weil ein Konflikt ist ja wie ein mathematisch komplexes Thema. Wir zerlegen den Fall in Einzelprobleme und lösen quasi mathematisch einen Schritt nach dem anderen. Die Zukunft hybrider Modelle. Zum Abschluss haben wir Axel Naut gefragt, wie er die Zukunft der hybriden und virtuellen Arbeit einschätzt. So aus deiner Sicht, Axel, wie sieht die Zukunft aus in diesem Bereich? Corona dauert ja länger, als wir alle vermutet haben. Viele gehen jetzt wieder ins Homeoffice zurück zurzeit. Und wird das bleiben? Hybride Modelle, müssen sich einfach Führungskräfte darauf einstellen, dass beide Teams, also sowohl das Online-Team wie das Präsenzteam, einfach ja, Fakt ist. Ja, die Antwort heißt ja. Wir werden uns darauf einstellen. Wir werden, die Prognose ist ja, wir werden, wenn Covid uns immer rum ist, dann wird es eine Retrowelle geben. Endlich können wir alle wieder so zurückgehen. Und dann wird es wieder eine zweite Welle geben, die heißt, hey, das war eigentlich ganz günstig. Ein paar Sachen müssen wir nicht mehr so machen wie früher. Wir werden solche Hybridformen haben. Wir werden auch Online-Formen haben. Das Thema der Autonomie, die wir jetzt sehr, sehr stark haben, die gefordert war und aber auch gleichzeitig eine Chance war, die wird zugunsten von Zeiteffizienz und Reisekostenersparnis sicherlich weitergeführt werden. Vielen Dank an meinen Kollegen für die wertvollen Einblicke von Axel Naut. Das ganze Interview finden Sie in der Infobox unter dem Video. Besuchen Sie uns auch gerne auf unserer Website, den Link dazu finden Sie ebenfalls in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Bleiben Sie informiert und bis zum nächsten Mal, Ihr DWC News Team.